Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine Lieben, und zwar das Spektakel um die ganze Geschichte, um den Keller. Wo sind die ganzen geklauten Geräte hin? Ewa! Mach mal den Stream jetzt aus. Ewa! Okay. Mach den Stream jetzt aus. Mach den Stream jetzt aus, hab ich gesagt. Ja, meine lieben Freunde, es gibt da einige Hinweise. Sinanji soll wohl wirklich da irgendwie krass involviert sein. Er soll wohl diese ganzen Geräte gestohlen haben. Wenn ich sage unsere Reihen, es tut mir leid, aber das sind Alem, das ist Abu, das ist Malik und ich. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen anderer Meinung. Ich weiß nicht, also ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen zurückgehalten, was dieses Thema angeht. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es hier rum sich nicht darum handelt, dass Sinanji die Sachen gestohlen hat. Mois hat die Sachen wohl wieder im Besitz und alles ist wieder Friede vor der Eierkuchen und er wisse wohl, wer wirklich jetzt die Sachen gestohlen hat. Maestro weiß es wohl auch. Sinanji hatte vor kurzem einen Stream gehabt und der wurde von den beiden, von Mois und Maestro, unterbrochen. Das Komische daran ist, es gibt einen YouTube-Kanal, Freunde, von dem lieben Sinanji und der hat da einen kleinen Ausschnitt reingestellt, wo er gestürmt wird quasi, also wo er in diesem Stream, ja, wo da reingeplatzt wird, und er hat dieses Video gepostet auf seiner YouTube Seite Sinanji Stream Highlights. So, jetzt frage ich mich, wenn er wirklich was mit diesem ganzen Drumherum zu tun haben sollte, da frage ich mich, warum stellt er dann diese Sequenz, dieses Video auf seinen YouTube-Kanal online? Ne? Das macht für mich ehrlich gesagt gar keinen Sinn. Ja, die ganzen Spekulationen drumherum, ob es wohl Nabil gewesen ist oder Sinanji oder vielleicht sogar beide oder wir wissen wirklich die Wahrheit nicht, Freunde. Ich würde da ja ehrlich gesagt jetzt nicht so viel rein interpretieren und ich würde mich da auch jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, Sinanji war es jetzt nicht, ne? Uns erwartet ein kleines Statement von Sinanji. Die nächsten Tage wird da wohl was kommen. Ja, meine lieben Freunde, was sagt ihr dazu? Wie haltet ihr eure Position in diesem Ganzen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Seid ihr der Meinung, Sinanji hat es wirklich geklaut oder Nabil hat es geklaut oder warum gibt es da gar keinen Zusammenhang mehr? Fakt ist, Mois und Maestro wissen wohl die Wahrheit. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht gewesen sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch was. Peace and out.